that's all I need. All I want is for you to stay a little longer now, with arms around me like a. And if you fear you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Stable und zu den News heute vom 26.04. Denn heute geht das Reitsportfestival in die letzte Runde und da gibt es noch einiges Neues zu sehen. Am 3. Mai wird das Reitsportfestival verschwinden und dann sind leider die ganzen Festlichkeiten weg, deswegen sollte man das Ganze natürlich noch ausnutzen. Und zum Feier des Tages gibt es deswegen diese Woche doppelte Pferdeerfahrung bei den Festivalrennen, was ich eine sehr, sehr coole Sache finde. Und ich glaube, da ist der ein oder andere doch ein bisschen mehr gewillt und motivierter noch an den Rennen teilzunehmen, die übrigens echt ziemlich cool sind. Also wünsche ich euch bei den Rennen und der letzten Woche schon mal ganz viel Spaß. Außerdem ist Sabine auch wieder am Start hier und diesmal sollen wir sie einschleusen. Das bedeutet, ein Paket von Sabine liegt hier auf dem Festgelände und wir müssen es finden. Und dann geht die Quest los, Sabine einzuschleusen, denn diesmal braucht auch Sabine Hilfe. Und auf die Quest bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Die werde ich jetzt wahrscheinlich gleich nochmal machen und ich hoffe, dass sie echt super wird. Außerdem finden wir bei Tan hier noch eine Quest, denn beim Reitsportfestival ist jede Menge Müll auf den Straßen gelandet und das sollen wir sammeln und recyceln. Und das ist eine tägliche Quest, die wir benutzen können, oder die wir machen können, besser gesagt. Was eigentlich ziemlich cool ist, denn ich hoffe, dass wir den Müll, den wir dann behalten können, also den wir sammeln, auch behalten können direkt. Denn das führt uns zur nächsten Quest und zwar zu Big Bonnie. Auch Big Bonnie steht hier auf dem Festgelände, nachdem man mit Tan gesprochen hat. Und bei Big Bonnie kann man den Müll eintauschen gegen Frühlingsmarken. Das heißt, man kann doch noch einige oder mehrere Belohnungen für seine Frühlingsmarken hier bekommen, wenn man denn die tägliche Quest macht. Ich frage mich tatsächlich, ob man den Müll behalten kann. Und ich glaube, das werde ich dann auch mal ausprobieren, weil es soll ja noch das Müllpferd kommen und dafür braucht man jede Menge Müll und ich würde das total gerne dafür behalten. Ob das möglich ist oder nicht, das weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Könnt ihr mir sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich glaube, ihr seid da bestimmt wieder schneller als ich mit den Sammeln. Und ja, dennoch wünsche ich euch dabei ganz viel Spaß, denn, wie gesagt, auch die Markenbelohnungen verschwinden natürlich am 3. Mai. Deswegen, wer noch etwas haben möchte davon, das ist natürlich die Gelegenheit, das auch nochmal zu nutzen. Außerdem wurden Frau Holzwurst und Big Bonnie überarbeitet. Die sehen jetzt neu und fresh aus. Auch unsere Festivalpferde hier, die man kaufen kann, werden für das ganze Jahr bis zum nächsten Jahr zum Reitsportfestival wieder verschwinden. Wer also dieses Jahr noch eins der Exemplare kaufen möchte oder damit rumreiten möchte, der sollte das noch heute tun. Naja, noch heute. Ein paar Tage sind noch Zeit, eine Woche um genau zu sein. Und ja, die sind schon echt toll, muss ich sagen. Und ich bin sehr am Überlegen, mir den hier noch zu kaufen, weil ich den echt toll finde. Dafür müsste ich noch eine Woche sparen bis zum Samstag. Dann könnte ich mir den kaufen. Bin aber noch sehr, sehr unentschlossen, ob ich das tun soll oder nicht. Oder lieber auf eine Pizana sparen soll. Ach, schwierig, schwierig. Immer diese ganzen Entscheidungen. Nächste Woche könnten eventuell dann neue Rennen in Dundal rauskommen, denn da treffen wir einen neuen Manager für Rennen, den guten Lewis. Und mal schauen, ob es da ein paar neue Rennen gibt. Das wäre natürlich extrem cool. Ich lasse mich überraschen, bin gespannt und würde sagen, für heute war es das erstmal. Ich wünsche euch viel Erfolg bei all den Sachen und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Also bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.